für ein Appel und ein Ei. Unter diesem Titel startete die lange Nacht der Essgeschichten im Sankt Spiritus, der Höhepunkt der entwicklungspolitischen Tage 2012. Orientiert an der UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung widmete man sich in diesem Jahr dem Thema Ernährung. 10 bis 15 Vereine, Initiativen und Einzelpersonen organisieren die entwicklungspolitischen Tage. Das Projekt gibt es jetzt seit 12 Jahren. Und in den Anfangsjahren ist es unabhängig voneinander in verschiedenen Städten entstanden. Also hauptsächlich Rostock und Greifswald waren so die Keimzellen. Und seit 2009 arbeiten wir immer enger zusammen und haben auch seit 2010 ist es eine landesweite einheitliche Reihe mit dem gleichen Thema und mit gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsames Thema in diesem Jahr: Essen macht Hunger. Die lange Nacht der Essgeschichten präsentierte Kurzfilme über Hunger, Übersättigung und zeigte mithilfe einer lebendigen Speisekarte die Herkunft unserer Lebensmittel. So mancher Teilnehmer brachte weit gereiste Speisen von zu Hause mit. Letztendlich ist es so, dass nicht nur unsere Ernährungsgewohnheiten damit zu tun haben, wie in der Welt gegessen bzw. nicht gegessen wird, sondern auch unser gesamtes Konsumverhalten schlägt sich unmittelbar auf die Ernährung in anderen Regionen in der Welt nieder. Ernährungspolitik sollte man global betrachten. Doch auch in unserer Region gibt es Entwicklungen in der Nahrungsmittelproduktion, die nicht jedem gefallen. Der Filmemacher Ralf Hogestrat beantwortete zu Beginn der entwicklungspolitischen Tage die Frage, woher kommt eigentlich das billige Fleisch im Supermarkt? Er berichtete über seine Recherchen in der Tierindustrie Mecklenburg-Vorpommerns und die Auswirkungen der Massentierhaltung auf die Umwelt. Naja, die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ja sowieso ein bisschen problematisch, weil es hier so viele Großbetriebe gibt. Ne? Das sind die Erben der alten LPGs hier im Osten gewesen. Und sie haben hier sehr viel industrielle Landwirtschaft. Was zum Teil auch ganz gut ist für solche Massentierhaltung, weil dann hat man viel Fläche, um die Gülle loszuwerden oder den Mist, den diese Tierfarmen produzieren. Aber dadurch wird über kurz oder lang der Boden geschädigt. Und all die Gülle und der Mist durch den Regen wird es ausgespült und landet dann letztendlich in der Ostsee, die sowieso schon völlig überdüngt ist. Das merkt man jedes Jahr wieder an der immer stärker werdenden Algenblüte. Die ganzen Anrainerländer hier, Polen und so weiter, die kippen viel von der Gülle und dem Mist ungeklärt in die Ostsee. Hier in Deutschland ist es noch ein bisschen besser. Aber je mehr hier Gülle ausgebreitet wird und Mist, desto schlimmer wird es für die Flüsse und für die Ostsee auch. In seinem Dokumentarfilm zeigt Hogestrat die Expansion von Agrarunternehmen in MV, die billiges Fleisch für den Handel liefern. In Alt-Tellin soll Europas größte Ferkelzuchtanlage entstehen. Ein holländischer Investor will hier rund 10.000 Muttersäue unterbringen. Ein Teil der Anlage ist im Juni dieses Jahres in Betrieb gegangen. Und diese 10.000 Muttersäue sollen bis zu 300.000 Ferkel im Jahr werfen. Dann gibt es noch ein paar Eber, die für die Befruchtung sorgen. Und das ist quasi so eine Fließband-Ferkelfabrik. Die Ferkel werden dann dort einige Wochen gefüttert und aufgezogen. Dann werden sie weiter transportiert in Mastanlagen. Und das wird dann innerhalb kürzester Zeit zu Fleisch und verarbeitet. Enge Stelle, kaum Tageslicht. Vor allem die Verhältnisse, in denen die Tiere gehalten werden, schockten den Filmemacher. Naja, es gibt ja sehr strenge Auflagen, auch was Massentierhaltung betrifft. Ne? Und diese Auflagen sind eigentlich sehr, sehr unmenschlich, also untierlich. Also auf engstem Raum werden diese Tiere gehalten. Ferkel können sich ein bisschen bewegen. Muttersäue sind meistens in Färcher eingesperrt, wo sie sich überhaupt nicht bewegen können. Die Masttiere auch, weil wenn sie sich bewegen, verbrauchen sie Energie und das wird dann nicht zu Fett und Fleisch umgesetzt. Deswegen ist es schlecht für den Gewinn des Betriebes. Wenn sie in diesen Anlagen sind, es stinkt bestialisch. Die Tiere müssen, weil sie so eng aufeinander gehalten werden, mit Antibiotika vollgepumpt werden, damit sie überhaupt überleben können bis zur Schlachtreife. Im Grunde genommen ist es sehr unappetitlich, nachdem unsere Dreharbeiten vorbei waren. Mein Kameramann hatte eh schon wenig Fleisch gegessen, hat es dann ganz aufgegeben, ist Veganer geworden. Und ich hatte auch einige Zeit, wo ich kein Fleisch mehr essen konnte. Den Abschluss der entwicklungspolitischen Tage bildete ein konsumkritischer Stadtrundgang.
Vor dem Weltladen traf man sich, um kuriose Zusammenhänge über Lebensmittel zu erfahren. Als erstes wurde die Kakaobohne näher betrachtet. Ein wichtiges Importgut bei einem Schokoladenkonsum von 11,6 Kilogramm pro Kopf im Jahr in Deutschland. Doch wie viel von den Einnahmen bekommt eigentlich der Kakaobohnenbauer in Afrika? Die Stadtführer zeigten, wie die Handelskette funktioniert und wie im Gegensatz dazu die Fairtrade-Kette arbeitet. Nächste Station war der Fischmarkt. Hier wurde früher der Fisch in der Hansestadt gehandelt. Heutzutage legt er oft eine größere Reise zurück. Ob Aquakulturen in Norwegen oder Hochseefischerei mit riesigen Schleppnetzen. Immer müssen die Nebeneffekte bedacht werden. Die Überfischung der Weltmeere ist nur eines davon. Und auch im nächsten Jahr werden die entwicklungspolitischen Tage wieder stattfinden, um alltägliche Phänomene und globale Zusammenhänge aufzudecken.